Die Plätze 4 und 5 hat es am Ende gegeben. Es war ein interner Kampf ein bisschen um diese Position. Mike, Gratulation einmal dazu. Tolles Rennen von eurer Seite und nehme ich an, auch nicht ganz ohne nervenaufreibenden Situationen. Wie war denn da die Kommunikation zwischen Lance, Alonso und Ihnen? Ja, das, solche Dinge bespricht man vor dem Rennen, soweit es irgendwie möglich ist. Ich glaube, es ging darum, kühlen Kopf zu bewahren heute mit den Bedingungen, die sich ja massiv verbessert haben. Und da ging es die ganze Zeit darum zu rechnen, wie viel müssen die Reifen schneller sein, wie viel müssen die schneller sein. Ich glaube, im Endeffekt haben wir eine gute Entscheidung getroffen. Wir haben Plätze gewonnen im Endeffekt, auch über die Strategie. Von daher, glaube ich, gutes Teamergebnis und wir sind heute sehr zufrieden. Absolut. Lenz hat aber schon anklingen lassen, da den Fernando vielleicht zu informieren, nicht zu attackieren, um da keinen Zweikampf oder sonstiges noch zu verlieren. War das dann nicht so besprochen oder schon im Vorfeld? Nee, also wir sind solche Dinge. Es bringt ja fürs Team jetzt nichts, wenn wir jetzt da in große Positionskämpfe verfallen. Ja, wir haben von Anfang an haben wir uns besprochen, dass es heute darum geht, versuchen, so wie möglich Punkte auf Mercedes aufzuholen und vielleicht einen Punkt gegen Ferrari noch gut zu machen. Beides ist uns gelungen und dann spielt es keine Rolle, ob jetzt der Fernando vor dem Lance ist oder umgekehrt. Das ist dann sekundär. Wie viel Nervenbelastung war es dann auch ab der 16. Runde, als George Russell gewechselt hat und man nicht wusste, was man jetzt da zu tun hat, auch was die Zeiten betrifft? Wie war da eure Handhabung? Ja, man muss da, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, dass man draußen bleibt, dann darf man auch nicht mehr umfallen. Ja? Dann kann es durchaus sein, dass dann vielleicht der Nico noch vorbeigeht oder der George auch und wir gehen dann mit 2 Plätzen weniger zurück. Wichtig ist aber, dass man ankommt und dass man in die Punkte ankommt. Wenn man dann natürlich einen Platz verliert, Sie haben ja gesehen, das geht um eine Runde. Ja, noch eine Runde mehr, dann ist der Nico vorbei. Von daher hat es uns jetzt heute ein bisschen geholfen, aber eine Runde mehr oder Nico wechselt eine Runde früher, dann kann es anders ausgehen. Also da muss man immer realistisch bleiben. Vielen Dank. Danke. Hat er recht logisch erklärt, finde ich, Mike Clark. Für dich auch? Schlüssig? Ja. Aber der ist wieder müde.